Unser Geheimdienst hat gemeldet und diese Berichte wurden inzwischen bestätigt, dass sich eine Splittergruppe innerhalb der arabischen Organisation ölproduzierender Länder zu einer Verschwörung zusammengefunden hat. Haben Sie Angst? Ja, aber mit Ihrer Hilfe, alter Freund, werden wir die Scherben wieder zusammen. Wir wollen einen direkten Dialog mit Israel, um endlich den Staat Palästina zu gründen, mit Männern, die guten Willen sind. Du willst uns Palästinenser an Israelis verkaufen, damit du noch mehr Geld in deine Taschen stopfen kannst. Wenn Sie wieder vor den Vereinten Nationen stehen, dann sprechen Sie nicht von Frieden mit den Israelis und drohen Sie uns nicht wieder, die OPEC zu verlassen. Sie haben doch Bücher über mich gelesen. Weil ich nicht weiß, wer Sie sind. Ich bin genau das, was Sie sehen. Das glaube ich nicht. Gut. Dann kann man einen Traum töten? Den Träumer ja. Den Traum niemals. Der Traum lebt immer weiter. J'ai besoin.